Willkommen zu einem neuen Arteshot aus dem Monopolkino in München. Felicitas und ich haben die Ermittlung nach Peter Weiß von RP Kahl, kann man wohl sagen, durchgehalten, ausgehalten, durchgestanden und das ganz, wie? Oh, hervorragend. Ist ein 4-Stunden-Film. 240 Minuten, ja. Ist harte Kost. Ja, harte Kost, die sehr gut inszeniert war, ja. Exzellent inszeniert. Nicht langweilig und die Pause dazwischen hätte auch nicht sein müssen. Man muss vielleicht den inneren Schweinehund überwinden, um diesen Film anzuschauen, weil das ist absolut reines Wortkino, stimmt aber nicht ganz. Nee, es ist wie ein Theaterstück inszeniert und mit acht Kameras, glaube ich, aufgenommen. Ja. Die Szenerie, also es gibt einen Richter, einen Ankläger und einen Verteidiger, so 18 Nazis, also die in der Zeit des Nationalsozialismus da furchtbare Dinge getan haben. Dann die Angeklagten, die halt Opfer waren, die in Konzentrationslagern waren. Und diese Dynamik hat der Herr Kahl inszeniert. Genau, genau. Das Stück ist von Peter Weiß. Der hat selber, es geht um die Auschwitz-Prozesse im Jahre, ich glaube, 1963 in Frankfurt. Peter Weiß war sehr oft dort. Und dann gab es noch einen Bernd Naumann, der hat auch Material gesammelt. Und aus all diesem Material hat dann Peter Weiß eben das Theaterstück, die Ermittlung kondensiert, könnte man sagen, gebüschelt. Hat es zu einem Oratorium von 11 Gesängen zusammengefasst. Und das ist auch dann damals an, ich glaube, 15, 16, 18 Theatern gleichzeitig uraufgeführt worden. In Ostdeutschland, Westdeutschland und in Großbritannien. Auch sogar, ja. Ja. Und jetzt hat also dieser RP Kahl hat das jetzt als Theaterstück inszeniert und ich würde sagen, die haben wirklich sehr bewusst sich gemacht, dass das schwierig ist, Theater fürs Kino aufzubereiten und haben eine very sophisticated Philosophie entwickelt, wie sie das mit Kamera, die oft in Bewegung ist, mit immer ganz leicht sich veränderndem Licht so machen können, dass es nicht langweilig wird, dass man nicht ermüdet, dass es nicht erstarrt. Und dann kommt dazu eben dieses Wortkino. Es ist ja im Grunde, muss man wohl sagen, ein Dichtertext. Und man sieht auch deutlich, dass die geprobt haben. Also es gibt keine sogenannte Privacy, was ja auch beim Film für die Schauspieler spannend ist. So und so und irgendwelche besonderen Betonungen. Es ist wirklich ein strikt gebürstelter Text. Und noch als Nebengeschichte, der Herr RP Kahl hatte den Film für die Berlinale eingereicht und die Berlinale hat den Film abgelehnt. Er wäre künstlerisch nicht wertvoll genug und auch viel zu lang für das Berlinale-Programm. Oh. Künstlerisch nicht wertvoll genug. Also ich find's einen starken Film, gerade auch künstlerisch. Es ist ja der Zugriff, natürlich ist streng, sowohl auch vom Kostüm, Maske. Es ist wirklich spannend zu schauen, wie sie alle sehr ähnlich sind, aber eben wie drauf geschaut worden ist, dass ein bisschen Unterschiede sind mit Brillen, auch mit den Frisuren. Und eben dieser ganze Sprechduktus, das habe ich im deutschen Kino schon lange nicht mehr gesehen, erinnert mich ein bisschen, dort war es natürlich noch viel radikaler an Jean-Marie Straub und Daniel Huyé, wie die mit den Schauspielern das waren dann reine Dichtertexte und die haben sie dann die Darstellerin in irgendeinem Pinienwald gestellt und ohne Kamera aufgenommen. Das ist dann härter zum Ertragen. Hier, ich finde es gar nicht so hart zu ertragen. Und ich finde auch gerade im Gegensatz zu dem Film von dem Bernd Michael Lade, der hatte ja so einen Film mit in Normallänge gemacht und den fand ich sehr anstrengend zu gucken. Also da hatte nicht diese Spannung wie jetzt diese. Das war natürlich mit viel weniger Aufwand gemacht natürlich sehr, sehr gut, viel mehr gut gemeint dann. Und da wir ja im Monopolkino sind, Gossip, der Christian Veit, der Leiter des Monopolkinos, der spielt einen der Nazis. Ja, genau. Sonst würde ich eben generell gerade sagen, es sind auch sehr prominente Namen dabei. Es treten alle hinter dem Werk zurück. Man braucht da nicht sagen, ja, der spielt das und die spielt das. In diesem Fall sei das jetzt mal als Ausnahme da.
Und dadurch entsteht, das ist eigentlich dann der Gesamtwerk, ist eigentlich fast wie so eine Röntgenaufnahme einfach des Gesamtbildes um Auschwitz. Wie, man ist ja immer wieder fassungslos, was da passiert, was sind ja schauderhafte Geschichten, die da erzählt werden. Also es ist immer noch so, es ist so unglaublich, dass Menschen sowas antun können. Und dann fand ich auch den Ankläger zum Beispiel, den hat es dann immer so gepackt und der konnte dann nicht ruhig sitzen bleiben und lief dann so als einziger immer so durch die Szenerie, also wo auch die Gefühlslagen schon auch mit transportiert wurden. Ja. Ist übrigens interessant, eine kleine Nebenbemerkung, dass jetzt die Ermittlung hier ins Kino kommt demnächst in einem anderen Film nochmal eine Szene und just aus dem, im September kommt John Cranko, oder Cranko heißt der Film, über den Stuttgarter Ballettdirektor ins Kino, ist auch ein fiktionaler Film und in der Zeit war Peter Palic in Stuttgart, das war in den 60ern und der hatte die Stuttgarter Uraufführung von Ermittlung gemacht und da tun sie in diesem Cranko-Film eine Szene auch nachstellen aus der Palic-Inszenierung, erkennt man aber sofort, wenn man die Ermittlung gesehen hat, hier von RPK. Also ein sehr empfehlenswerter Film. Ich würde sagen, ein Must-See, ein unglaublich gutes Kontrastprogramm zu The Zone of Interest, den wir hier mit dem Axel schon besprochen habe. Mehr kann man. Grün. Sehr grün, gut. Auf jeden Fall.